Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Goodbye Deponia mit der Pfandhexe, der Rufus verzweifelt versucht, die Kinder aufzudrücken aufs Auge. Ja. Leihen Sie mir Ihre 5 Slotti? Nein, ich will sie behalten. Ach, nun seien Sie doch nicht so. Was bringt denn aller Reichtum der Welt, wenn man ihn nicht mit seinen Freunden teilt? Ganz einfach. Ich liebe es, wenn sich Leute für mich zum Affen machen. Oh, wie toll. Was soll das denn? Ich mache mich zum Affen. Dann haben Sie Ihren Willen und könnten mir eigentlich Ihre 5 Slotti geben. Also für mich klang das mehr nach einer verrosteten Wasserleitung. Heißt das, ich habe mich vollkommen umsonst erniedrigt? Nein, keine Sorge. Um sich zu erniedrigen, braucht man zunächst einmal ein gewisses Niveau. Ja, das stimmt. Wo sie recht hat, hat sie recht. Wofür brauchen Sie gleich die 5 Slotti? Ich behalte sie. Ich liebe es, wenn sich Leute für mich zum Affen machen. Oh, lass mich raten. Ich muss mich zum Affen gehen. Aber warum denn? Im Sinne von... Es war gerade so nett und... Moment mal. Ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Wie gesagt, ich muss los. Gott zum Gruße. Rufus hat jetzt... Bett gepinkelt, würde ich jetzt schon sagen. In dein... Wasserloch. Na, Mahlzeit. Hey, was ist das denn? Du spinnst, Rolfi. Wieso denn? Nur weil ich entschieden habe, mich in Zukunft vegetarisch zu ernähren? Genau deshalb. Du bist nun mal ein Schleimmonster. Und Schleimmonster essen Kinder. Ich kann mich ändern. So. Das ziehst du niemals durch. Wie damals die Sache mit deinem Fernstudium. Wir werden ja sehen. Na dann, guten Appetit. Ich für meinen Teil hau mir jetzt ein paar Kinderärmchen auf den Grill. Mach das. Ich penne erstmal eine Runde. Versuch den Mund diesmal nicht so weit offen zu lassen. Am Ende schwimmen dir noch ein paar Kinder rein. Du mich auch. Oh nein. Ideale Stelle für ein Nachtlager. Ach Gott. Der Strom ist alle. Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Schade, dass Strom nicht in lustigen Farben geliefert wird. Dann würde man immer gleich sehen, wenn welcher fließt. Und man müsste sich das nicht erst mühsam ertasten. Trottel! Ach, der Kerl macht mich manchmal echt irre. Nur bei der oberen Steckdose steckt eine Sicherung. Ist ja auch mehr als genug. Nein, Rufus, nein, ist es nicht. Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschkuh. Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die Weißen spielen. Hey, hey! Und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Ja, bei dir schon. Allerdings. Ich will die Kinder da nicht in ein Nachtlager packen. Ich sie. Gibt es Leckereres als sein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Du gehst mir auf den Pipi. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Ja, ich hab da schon eine Stelle. Ihr wollt aber nicht wissen, wo. Na, was sagt der Mensch dazu? Wenn das nicht der ideale Platz für ein gemütliches Nachtlager ist, dann weiß ich auch nicht. Sind Sie sicher? Na klar. Es ist windgeschützt, überdacht. Es bietet Sitzgelegenheiten. Was will man mehr? Nun ja, es wirkt irgendwie bedrohlich. Idchen Angst. Du sagst es, Gretchen. Wer garantiert uns, dass da keine gefährlichen Monster im Dunkeln lauern? Monster? Na, ihr seid ja vielleicht Idioten. Sowas wie Monster gibt es doch gar nicht. Außer natürlich diesem Rieseninsekt, das mich vorhin fast umgebracht hätte. Oh, ihr hättet mal seine Zähne sehen sollen. Und die Greifwerkzeuge. Und die langen Beine. Oh. Oh Gott, ich könnte mir jetzt noch in die Hose scheißen, wenn ich nur dran denke. Aber das war ja dort drüben. Irgendwo auf der anderen Seite dieser dunklen, weit auseinanderstehenden Rohre da.
Was wollte ich doch gleich? Sie wollten uns erklären, warum das hier ein geeignetes Nachtlager ist. Ah, ja, das Nachtlager. Ja, also, das ist doch super, oder? Aber es ist dunkel und kalt. Boah, ey, meckerkatze24.de. Ich wette, diese Seite gibt es wirklich. Ach ja, Rufus, ey. Der Hansel. Hansel, ich hab noch nicht mit dir gerettet, Hansel. Komm mal her, Hansel. Blub, blub, Hansel. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Idchen Angst. Boah, ey, meckerkatze24.de. Es ist blabla und kalt. Und, naja, es ist ja auch ganz gut, dass es kalt ist, sonst würde er euch an ein Viech verfüttern. Ah. Ja, tolles Tattoo. Ich soll mich zum Äffchen machen. Wer ist denn das da oben? Ja. Also echt. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Irgendwas fehlt an diesem Wagenheber. Etwas zum Kurbeln. Ah. Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen. Was könnte das nur sein? Das da Dings. Ne Affe. Was für ein lustiges Äffchen. Ich bin kein Affe. Und es spricht. Kannst du noch andere Tricks? Ich kann dir dein Nasenbein ins Gehirn rammen, wenn du unbedingt willst. Autsch. Boah. Ich dachte eigentlich sowas wie mit Köteln werfen oder so. Irgendwas Lustiges halt. Was kostet es, das Äffchen tanzen zu sehen? 5 Slotti. Und wenn ich ihm eine Erdnuss mitbringe? Hey, ich bin kein Affe und der Preis ist nicht verhandelbar. Wow, es kann sprechen. Na gut, sagen wir 2 Erdnüsse. Rufus. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Oh, du bist so ein Rindvieh. Almighty. Was soll denn das werden? Na, wonach sieht's denn aus? Ich gehe in den Pub. Mit deinen Stöpseln im Schlepptau? Bist du ungesund gefallen, oder was? Das sind nicht meine. Das sind nicht meine Stöpsel, ich muss doch bitten. Ja, das hat Paps auch immer gesagt. Und dann hat er Macy und mich vor der Kneipe angeleint. Und? Hat es euch geschadet? Bei Macy weiß ich es nicht. Ihre Leine ist irgendwann gerissen. Oh. Ah, wie nett. Das ist super. Das ist, ich muss also erst die Kinder loswerden, damit ich in das scheiß Pub rein kann. Oh, eine Sprosse. Mopsi Mops. Oh nein. Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rufus, wir kommen nicht hoch. Wer sagt denn, dass ihr hier hoch sollt? Wir müssen bei Ihnen bleiben. Hier ist es viel zu gefährlich für Kinder wie uns. Ach, ist doch dummes Zeug. Gefährlichkeit ist wie Gespenster. Sowas gibt's gar nicht. Und hier schon gar nicht. Oh. Die ganze Gegend voller netter Leute. Na los, geht pielen. Hey. Niedlich. Sie haben ja schon Freunde gefunden. Rufus! Schwingst du deinen Arsch jetzt bitte hier runter? Lass meine Kinder in Ruhe, du Ferkelschwein! Darum, liebe Kinder, ist es zu eurem Vorteil, wenn ihr mir in meinen dunklen Wagen folgt. Was geht denn hier ab? Diese zwielichtige Gestalt versucht uns unter nicht weniger zwielichtigen Umständen in deinen Lieferwagen zu locken. Und worauf wartet ihr noch? Das kann nicht dir ernst sein! Rufus! Wir dürfen nicht zu Fremden in den Lieferwagen steigen! Das ist eine sehr wichtige Regel! Regeln sind was für Leute, die zu ungeschickt zum Schummeln sind. Ich bin der festen Überzeugung, dieser freundliche Herr hat nur die allerbesten Absichten. Ja, ja, natürlich! Genau. Rufus! Er behauptet, er habe einen Streichelzoo mit niedlichen Tieren da drin! Ein Streichelzoo? Ist das wahr? Was? Naja... Eigentlich. Ich zuerst! Aus dem Weg! Oh nein, nein. Rufus! Ganz schön dunkel hier für einen Streichelzoo. Ja, wo sind denn jetzt die niedlichen Tiere? Naja, hier.
direkt vor ihnen. Uiuiui, ich bin ja so gespannt. Oh! Oh, was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um. Gar nicht. Na doch, Sie erwürgen es. Na nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort! Du wirst nie wieder pervers sein. Kein Grund, gleich so rumzuholen. Wenn du Fuß mit dir fertig ist. Du bist doch gerade fertig. Und? Was und? Es war super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Huhu, ich will sterben. Ich bin schon ganz gelb von Neid. Und dann nein. Will ich lachen. Rufus, ernsthaft. 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 Hey, Rotzis. Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus, Sir. Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Du alte Sau. Der hat den Pedo angefasst. Naja, besser der Pedo. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. Naja, ich sag mal so, besser fest Rufus den Pedo an, als der Pedo die Kids. Hey, Rotzis. Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus, Sir. Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Nach Größe und Gewicht zu urteilen, befindet sich in dieser Kiste eine geringfügig kleinere Kiste. Oder ganz was anderes. Schwer zu sagen. You are a idiot. Gut, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Oh nein, alles nur das nicht. Ist das ein Freund von dir? Weit davon entfernt. Himmel, Goon, warum bist du denn so schroff zu dem armen Mann? Er hat leider gute Gründe. Wir waren mal richtig dicke Kumpels. Was? Waren wir nicht? Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Projekt am Lauf. Hatten wir nicht? Aber dann habe ich ihn einfach sitzen lassen. Ich mache mir bis heute die entsetzlichsten Vorwürfe. Wovon redest du denn da? Ich habe drei verdammte Kreuze gemacht, als du endlich weg warst. Ja, ich weiß. Du bist verbittert. Umso besser, dass wir uns wieder treffen. Ich habe so einiges wieder gut zu machen. Der klingt wie Kronk. Ist das Kronk? Wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Du hast mich noch gar nicht deiner reizenden Begleiterin vorgestellt. Muss das sein? Ist das dann Sarah auf seinem Schoß? Entschuldigung. June, das hier ist Rufus. Rufus, das hier ist June. Meine Freundin. Freut mich sehr, Rufus. Jetzt mal nicht so voreilig. Naja, die spielen ja immer. Einer spielt in Saints Row den Kerl und einer die Frau. Das hätte ja auch hier sein können. Aber die Synchronstimme der Frau passt nicht. Das wäre allerdings geil gewesen, wenn das sein Kumpel gemacht hätte. Mit weiblich verstellter Stimme. Du hast mich aus dem Konzept gebracht, der Herr. Okay. Ja, die guten alten Zeiten, ach ja, ne? Die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle, ein wärmendes Lagerfeuer, Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. Klingt so, als hätte dir Spaß gehabt. Spaß? June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Goon nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal. Da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genauso zu stinken wie die. June, glaub ihm kein Wort. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, solche Partys hatten wir damals auch. OMG. Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es
ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Und Stand jetzt könnte ich nicht glücklicher sein. Nicht glücklicher? Der war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, ich kann nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so gebessert habe. Und das werde ich beweisen. Mann! Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Oh. Es tut mir jetzt schon leid, er wird eure Beziehung kaputt machen und dann wirst du nicht mehr glücklich sein. Ihr beide seid so richtig ihr zusammen. Ihr beide seid so richtig zusammen? So mit allem drum und dran? Knick, knack? Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super. Auch knickknack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das. Sagen wir einfach, unsere Beziehung hat nochmal so richtig einen Neustart bekommen. Oh, Mann. Und ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge. Uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, das geht so nicht. Ihr seid so tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach was, Haus, eine Villa. Die schönste Hausvilla für das schönste Paar von Portafisco. Oh, das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus. Nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Oh ja, bloß nicht helfen, Rufus. Aber Grun, was ist denn los mit dir? Du kennst Rufus noch nicht. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Goon. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Das ist langweilig. Was ist denn nur in dich gefahren? Ist schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben, fürchte ich. Goon, er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus, ich bin dir nicht böse. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss. Oh nein. Um es wirklich wieder gut zu machen. Was? Nein, nichts tun. Es ist gut. Hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Du könntest dem Frikadella vorbeibringen. Ich glaube nicht, dass ihm das gefallen würde, aber du könntest es ihm anbieten. Ich bestehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich, so wie es ist. Ja, klar. Glücklich im Rinnstein. Ihr Spaßvögel. Ne, aber mal im Ernst. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Was hast du vor? Sag ich nicht. Lasst euch einfach überraschen. Ist das nicht aufregend, Goon? Goon, zitterst du etwa? Oh, halt mich. Wir sehen uns. Bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Goon. Oh, Mann. Oh, Heizstrahler. Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Naja, es ist schon recht kalt hier. Aber wenn es nicht lange dauert... June, lass mich das mal machen, okay? Wofür brauchst du ihn denn, Rufus? Naja, ich dachte... Oh, da fällt mir ein, dass die Garantie verfällt, wenn wir ihn verleihen. Genau, wenn wir ihn verleihen, ja. Sorry, Rufus. Ein andern Mal. Vielleicht. Oh, du bist gemein. Huhu. Rufus? Bist du das? Nein, du spiegelst dich nur in einer Pfütze an der Bordsteinkante. Natürlich bin ich es. Warte mal, du bist in der Kanalisation gelandet? Haha,
Du sitzt ja voll in der Scheiße. Wenigstens tue ich was Nützliches. Toilettentieftauchen. Toll. Ich habe Goal gefunden und weiß, wo die Nukleinsäure ist. Und was hast du geschafft? Ich habe meinen Mantel sauber gehalten. Hast du in deinem sauberen Mantel auch schon die Rebellen alarmiert? Noch nicht. Dafür habe ich Boso getroffen. Leider ist er nun wirklich keine große Hilfe. Und das ist eine Neuigkeit? Nee, das nicht. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir uns durch dieses Gitter hindurch austauschen können. Ja, das könnte noch nützlich werden. Ich könnte dir Gegenstände nach unten reichen. Ach, es wäre doch zu schön, wenn es dafür ein neues Interface-Element gäbe. Oh, ihr wollt mich wohl verarschen. Mensch, toll, du. Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum. Na schön, ich guck mich dann mal weiter um. Vielleicht finde ich ein bisschen Klopapier für dich. Wenn du die Wahl hast, nimm das dreilagige mit den Luftpolstern. Ihr habt dann eine Klatsche. Okay, hier kann ich momentan nichts machen, weil der Pedo ist. So, was macht er? Der ist ja gefangen genommen worden. Hüstel. Ich bin in der Zelle drin, oder? Okay, ich bin noch nicht... Wir haben noch einen Rebellen aufgegriffen. Noch einen? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie entkommen sein. Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Lass mich in Frieden. Wie meine Zelle zurücksperren? Oh nein, da ist Kiez drin, oder? Ich will da nicht rein. Lass mich raus. Ganz schnell. Das ist voll eklig. Pietes stinkt. Ob wir mit Kiez in eine Zelle gesperrt wurden oder nicht, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.